So, moin moin Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir sind zurück. Es gab die letzten zwei Wochen jetzt nicht so viel Content, da ich krank war nach der WM, dann schnell wieder trainiert habe, dann wieder ein bisschen krank war. Ich bin immer noch leicht angeschlagen, aber es geht langsam alles wieder. Ja, und wir fahren gleich los und zwar zur Eröffnung des Invictus Gyms. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen oder viele werden es mitbekommen haben, weil echt viele Leute da sind. Max Madsen hat ein Gym eröffnet. Ein wahrscheinlich sehr geiles Gym, gerade so wie ich ihn kenne. Da fahren wir jetzt gleich hin nach Hamburg. Wie gesagt, viele Leute da. Ich bin gespannt, wie das Gym aussieht, weil ich weiß, die Hamburger Geschmack und was ich auf Instagram gesehen habe, die Maschinen und sowas, alles sehr geil. Und es gibt 80er Kurzhanteln. Was wir damit machen, sehen wir nachher. Ja, also ich werde versuchen, da auch noch zu trainieren, aber da weiß ich noch nicht ganz genau, wie das möglich ist, weil es werden sehr viele Leute da sein. Ich weiß auch noch nicht, ob eine Hebeplattform und so schon da ist, weil die wohl ein bisschen später kommen sollte. Aber auch egal, wir machen jetzt noch einen Shake ready mit Evo Whey und Reismehl. Wenn ihr im Übrigen bei Supplement sparen wollt oder bei den besten Supplement sparen wollt, dann kauft gerne mit dem Code Jona bei Evo Sportsfuel ein. Was den Leuten sagen? Ja, abonniert den scheiß Kanal! Beim Powerlifting ist ganz wichtig, seine Freunde immer herauszufordern und ihnen immer neue Herausforderungen zu stellen. Ja? Das heißt, beim Max könnt ihr im Video sehen, dass ich gerade gesagt habe, wenn Jona jetzt direkt 200 Kilo auflädt, ja, ob würde er die dann drücken? Das seht ihr dann bei Max im Video. Und bei uns im Video seht ihr jetzt 80 Kilo auch ohne weiteres Warm-up mit den Kurzhanteln. Rein, Jolga. Kevin Kleinschild. Absolut. So. Eigentlich müssen wir jetzt Max noch mal finden. Bei mir wurde vorhin irgendwas gesagt, wenn die auf 10 gedrückt werden oder so, dann kauft der neue. 90er. Zu mir sagt er aber nur, wenn du auch ein Mitglied bist. Ja? Das heißt, schnell anmelden und dann wieder Widerrufspflicht. Er hat die Dinger wieder festgeklebt. Ich wollte ja. Das ist alles voll. Damit sich das einfach besser. Das Hirn haben wir jetzt in den Fingern. Ja, flutscht besser. Dann flutscht schon die Wiederholung besser. Kleine Kindergewichte. Das sind kleine Kindergewichte hier. Debattiert noch mit sich selbst darüber, ob er ein bisschen mehr Warm-up macht oder nicht. Ich sage immer, wer Warm-up visiert, verliert. Ja? Und wer sich schnell pinnt, der gewinnt. Das macht doch eigentlich Sinn, du wirst keinen Kraft verlieren. Insgesamt Powerlifting, ihr müsst halt. Belastungsmanagement bedeutet auch, so wenig wie möglich zu machen. Gerade im Warm-up und in den Back-Off-Sätzen. Weil das, was euch stark macht im Endeffekt, ist das Top-Satz. Das, wo ihr die Gewichte bewegt. Meine Theorie ist, das, was euch stark macht, ist, die Gewichte durchs Gym zu schleppen. Also gar nicht wirklich das Training, weil das ist das Leichteste, wirklich. Aber wir geben ihm noch ein Warm-up mehr. Mach nochmal die 70er oder so einmal. 65er. Fass ihn nicht an dem Ding an, sonst. Jona sagt, er will die doch ein bisschen schräg drücken. Und stellt das hier, was ist das für ein Winkel? Eins? Ja, das war jetzt der wird das sinnvolle Warm-up. Ja, es bildet sich auf jeden Fall eine leichte Traube um dich herum. Also du musst heute abliefern. Ja? Bekannt, Jona, bekannt aus Film und Fernsehen. Was sind deine Odds? Ne? Kennst du das Spiel? Egal. Odd kenne ich. Siehst du diese Fat Grips? Griffkrafttraining auch ganz wichtig beim Drücken. Wir machen gleich Halten mit Griff. Fat Grips. Okay. Du musst was? Toilette. Wieso hast du einen zusammengerollten Bahnschein in deiner Tasche liegen? Ich
So, wir wollen pausierte Raps unten und oben, ne? 3 Sekunden Pause. 3 Sekunden Pause, also im Powerlifting ist das nur eine halbe Sekunde. Lars machst du automatisch, weil der Boden relativ glatt ist. Ja, Lars mach ich immer. Soll ich dir helfen beim Umsetzen? Nein, ich hab halt das Mikrofon. Sind schwer. Du weißt schon, dass eine davon so viel wiegt wie ich. Stabil. Stabil. Danke. Kann man nur Glück wünschen. Auf geht's, Jonas. Jonas! Wer kennt ihn nicht? Jonas Windig. So, auf geht's jetzt. Schön. 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 Schön, schön. Schmeiß sie nicht zur Seite ab, da liegt ein Handy. Oder schmeiß sie zur Seite ab. Das war stark. Jona, wie viele Finger zeige ich? Westside. Ich hab's gerade versucht, aber meine Finger sind zu dick. Gut, wir haben also auch die Gewichte entweiht. Max! Max! Hey. Das waren genau 10, ne? War das 10? Das waren genau 10. Also wir müssen jetzt Max fragen, ob er schwerer holt. Kannst du mir die andere geben? Gerade. Oder nicht? Lieber nicht? Lass es. Also lass es echt. Das ist keine gute Idee. Ja, wir haben hier jemanden für dich. Jona möchte was erzählen, dann okay, dann der Thema. So, ja, erstmal Vorstellung, das ist Max Matzen, der Hallo. Inhaber. Ja, Inhaber. Einer der Inhaber. Einer der Inhaber vom Invictus Gym. Wir haben vorhin, also mir wurde vorhin gesagt, wenn die 8... Ich dachte schon, lässt er endlich seinen Rücken los. Ich war gerade viel zu sehr im Krieg. Mir wurde vorhin gesagt, wenn die 80er auf 10 gedrückt werden, holst du 90er. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn ein Mitglied, ja, wenn für ein Mitglied... Ich hatte doch gesagt, die Mitgliedsgeschichte nimmt er ernst. ...zu leicht sind, dann kaufe ich 90er, weil ich habe sonst schon gedacht, irgendeiner schickt hier mal Deutschlands letzten Netty vorbei. Der letzte. Also du warst derjenige, der da eben 10 mitgedrückt hat. Wurde das erzählt oder was? Ja, irgendwie hat mir erzählt, da hat einer gerade die 80er... Aber das war buchstäblich vor 4 Sekunden, was denn? Also, er ist direkt runtergekommen. Ich war echt hier. Aber ich halte auf jeden Fall mein Wort. Jona meldet sich hier gleich an und dann kaufe ich 90er. Kriegen wir hin? Ja, gut. Egal.